Und da sind wir auch schon wieder bei The Legend of Zelda Majora's Mask Part 62. Und ja, wir waren ja immer noch dabei, ein blaues Elixier zu bekommen, um weiter voranzukommen im Brunnen von Ikana. Und ja, wir brauchen noch eine kleine Zutat, wie wir im letzten Part rausgefunden haben, nämlich hier mittels der Maske der Düfte. Nein, wir wollen unseren Fortschritt nicht speichern. Lass uns in Ruhe. Nein. So, erstmal hier die kleine Pflanze erledigen. So, und dann wollen wir hier nochmal schnüffeln. Zack. Riechen hier eine, ja, lilane Duft, wie wir sehen. Aber warum kann ich denn hier nicht... Hä? Warum können wir das denn nicht untersuchen? Oder Moment, in eine Flasche? Müssen wir das etwa direkt in eine Flasche einfangen, diesen komischen Duft? Ach, tatsächlich, och. So einfach war es, okay. Ein magischer Pilz mit einem, ja, Aroma. So, wir gehen also nochmal ganz geschwind hier zurück, setzen die Hasenohren wieder ganz geschwind auf, zack, und ja. Wollen dann mal sehen, ob die gute Kume uns denn jetzt... Ah ne, Kotake war es ja. Ob sie uns jetzt das blaue Elixier verkauft. Zack. Einmal hier wieder lang geschwommen. Huiuiui. Ich hoffe nur, es wird nicht alles vergebens sein, weil wir am Ende zu wenig Zeit für den Brunnen haben. Weil wir zu viele Materialien noch besorgen müssen. Aber gut. Wollen wir einfach mal ein wenig auf unser Glück hoffen, dass alles glatt laufen wird. Und dann... geht's auch, ja. Hoffentlich hier wieder ein klein wenig voran. Wir haben übrigens jetzt 10 Uhr, könnten uns also nochmal danach auch direkt zur Milchbar begeben, um dort noch eine kleine Maske uns anzueignen. Komm schon. Hallöchen! Wir haben dir was mitgebracht. Reden. Willkommen, meine Tränke wirken gut. So, wir wollen mit der Hexe sprechen. Wenn ich nur ein paar von diesen Pilzen hätte... Ja, und wir haben einen Pilz dabei, ganz zufällig. Welch ein Bouquet. Danke, dass du einen für mich gesucht hast. Ich konnte sie einfach nirgends finden. Das hat mich tatsächlich in einen Lieferengpass gebracht. Ich kann damit etwas zubereiten. Komm später nochmal wieder. So, und ich hoffe, später bedeutet die Tür öffnen... und die Tür wieder schließen, denn ich habe keinen Bock, nochmal sehr viel später hierhin zu kommen. So. Willkommen, meine Tränke wirken gut. So. Blaues Elixier. Und wir bekommen sogar eins umsonst, haben das Geld also umsonst abgehoben. So, nächstes Mal müssten wir bezahlen, alles klar. Wir haben erstmal ein blaues Elixier, sollten das auf jeden Fall schon mal in unser Inventar am besten verstauen. Nicht, dass ich das nachher noch aus Versehen einmal einsetze. Unsere Ocarina setzen wir hier drauf. Und ja, dann wollen wir erstmal wieder ganz geschwind zu Südunruhstadt uns teleportieren, damit wir in der Bar mit dem kleinen Sora sprechen können und dann ja hoffentlich die vorletzte Maske erhalten, die wir ja hier noch in Nebenquests erhalten können. Und ab dafür! Und danach heißt es dann ab zum Brunnen und mal schauen, wie weit wir mit den, ja, kleinen Sachen kommen, die wir in unserem Inventar bisher haben. Denn der eine Weg, der bleibt uns ja noch verwehrt, da ich zu faul war, uns die Wundererbsen noch zu holen. Aber ich hoffe einfach mal, dass wir den Weg nicht gehen müssen. Ja, wir sind doch Mitglied, Mann. Wie oft denn? Kannst du dir nicht einfach unser Gesicht merken? Zack, so. Wir haben die Maske angezogen. Und dort unten steht der kleine Sora. Wunderbar. Wir wollen ihn mal ansprechen. Zack, aber erstmal unsere Maske ausgezogen. Wir hätten eigentlich einen Auftritt gehabt, aber mir wurde abgesagt. Dieses Lokal steht in dem Ruf, einen hervorragenden Platz für Live-Konzerte zu sein. Was für eine Schande, ey. Trotzdem würde ich gerne einen Soundcheck machen. Ich möchte nur einmal leben, wie es gewesen wäre. Hey du, würdest du mir wohl zur Hand gehen? Ja, ja. Okay, du spielst doch die Ocarina. Stell dich ins mittlere Scheinwerferlicht. Gut, dann wollen wir uns ins mittlere Scheinwerferlicht hier stellen. Okay, pass jetzt genau auf.
Spiel sie mit A und C. Ja, bisher klingt das doch schon nach einer Melodie auf jeden Fall. Okay, das hört sich gut an. Es hört sich gut an. Dieses kratzende, sinnlose Lärm etwa. Komm an, der Leiter der Wandertruppe wurde ins Notizbuch eingetragen. Der ekelhafte Miesepeter. So, wir sprechen ihn jetzt nochmal an, nachdem wir uns in einen kleinen Deko verwandelt haben. Zack. Verdammt. So, reden. Würdest du mir wohl zur Hand gehen? Jupp. Und jetzt gehen wir nochmal mit dem Deko dort oben. Okay. Du spielst dort dieses Blasinstrument. Stell dich vorne links im Scheinwerferlicht. Zack. Okay, pass jetzt genau auf, Mann. Und wir spielen eine andere Melodie mit dem Deko. Und sind bisher in einem Duett am Anstimmen. Und es klingt ja schon ein wenig besser. Okay, das hört sich gut an. Das hört sich gut an, dieser kratzende, sinnlose Lärm etwa. So, die Dekomaske nochmal ausgezogen. Und dann ziehen wir jetzt die Goronenmaske an. Und dann wollen wir aus unserem Duett ein Trio machen. Zack. Würdest du mir wohl zur Hand gehen? Zack, ja, machen wir. Okay, spielst du ein Schlagzeug? Stell dich ins hintere linke Scheinwerferlicht. So, aufgesperrt. Okay, pass jetzt genau auf. Okay, hört sich gut an. Was hört sich gut an? Dieser kratzende, sinnlose Lärm etwa? So, und aus unserem Trio wollen wir jetzt ein Quartett machen und ziehen noch schlussendlich die Sora-Maske auf. Und ja, wollen das alles mit der Gitarrenmusik noch hinterlegen. Ja, wir gehen dir auch zur Hand. Wir stellen uns ins lilane Scheinwerferlicht oben rechts. Okay, du spielst du die Gitarre, stell dich ins Scheinwerferlicht auf der rechten Seite. Zack! Okay, pass jetzt genau auf. Und jetzt lauschen wir der ganzen Band. Wunderschön. Bravo, das war großartig. Diese Melodie. Diese Melodie, sie bringt so viele Erinnerungen zurück. Das ist der große Erfolg, die Ballade vom Windfisch. Dieses Lied hat die ursprünglichen Mitglieder der Indigo Ghost damals in den Olymp der Musikbranche gehoben. Vor langer Zeit habe ich dieses Lied beim Karneval der Zeit gehört. Wegen dieser Musik wollte ich ins Showgeschäft. Ich hatte gehofft, die Interpreten dieses Stücks kennenzulernen. Damals hat Lulu den Part der Sängerin übernommen. Sie war die Mutter der derzeitigen Sängerin, die auch Lulu heißt. Also steht jetzt ihre Tochter auf der Bühne? Das würde ich gern mit der eigenen Augen hören, Ohren hören. Es tut mir leid, dass ich dich ausgebuht habe. Bitte nimm meine Maske als Entschädigung. Gerade zur Karnevalszeit kannst du sie sicher gut gebrauchen. Du hast die Maske des Zirkusdirektors erhalten. Die Maske wirkt so traurig, dass durch ihr Anblick selbst dein Herz aus Stein erweicht werden kann. Du hast die Tränen des Zirkusdirektors Gorman gesehen. Das wurde uns im Notizbuch vermerkt. Yay!
Und ja, die Maske wollen wir auch mal geschwind aufziehen. Sie bringt uns eigentlich nicht allzu viel. Das Einzige, sie weint. Oh. Aber ich... Ja, die Tränen, sie kullern uns hinterher. Nein! Und so werden wir gleich aussehen, beziehungsweise ich, wenn wir den Brunnen nicht abschließen sollten. Aber gut, wir ziehen sie wieder aus. Ich weiß nicht gerade, wozu wir sie gebrauchen können, aber ich glaube, mal wieder nur für ein Herzteil. Von daher gerade uninteressant für uns und wir nehmen die Ocarina wieder bei der Hand und wollen uns wieder zum Brunnen teleportieren. Yay! Und mit dem blauen Elixier hoffe ich jetzt, dass wir ein klein wenig schon mal vorankommen und dass dort hinter nur noch Mumien Gyptos warten, die sowieso etwas haben wollen, was wir sowieso dabei haben. Zack! Ab zum Ikana Canyon, ganz geschwind mit den Schwingen dorthin. Und flutsch, weg sind wir wieder. Wunderschön. Und dann sind wir auch schon wieder beim Ikana Canyon. Lange, lange hat's gedauert, aber ich hoffe, unsere Vorarbeit war nicht vergebens. Wir rüsten uns schon mal die Gyptomaske aus. Und ja, auch den Trank wollen wir schon mal uns hier hinlegen. Ich darf jetzt nur nicht aus Versehen auf den Knopf kommen. Ansonsten trinken wir die Suppe weg und dann ist alles vorbei. Dann weiß ich auch nicht mehr. So, hier erstmal wieder den ganzen Weg empor. Zack. Und dann heißt es gleich wieder tief hinab in den Brunnen. Und den tausenden Gefahren entgegenblicken, die dort auf uns warten. Flutsch, ab dafür. Und elegant abgerollt. Die Gyptomaske aufgesetzt. Und da sind wir unter dem Brunnen. Lachung! Angst vor gib mir etwas Blaues, etwas, das mich gesund macht. Hier. Und flutsch! Ah, dies, du sollst es nicht bereuen. Und er ist verschwunden und die Tür hat sich geöffnet. Wir können ein wenig weiter. Alter Falter, guckt euch das mal an. So, was haben wir hier im Gang? Ich habe ja schon Angst, ihn zu betreten. Aber gut, wollen wir einmal die Fackel entzünden mit einem kleinen Feuerpfeil. Mal sehen, was es uns denn bringen mag. Und hier haben wir auf jeden Fall frisches Quellwasser, falls denn irgendein Gyptok frisches Quellwasser will. So, was hat uns das jetzt hier gebracht? Ah, hier sind auch Fische, gut zu wissen. Dass sie auch Fische sind. So, erstmal schauen, ob wir hier... nee, hier kommen wir nicht durch. Gut, dann... Doch, da kommen wir durch. Da kommen wir durch. Ohoho. Ganz schön knapp. Haben wir die Maske noch auf? Gut. Nicht, dass uns nachher die Mumie hier umbringt. Da hätte ich keinen Bock drauf. Hilfort, Hilfort. Gib mir H2O. Haben wir gerade nicht dabei. Wollen wir mal gucken, was er haben will. Wir haben ja da hinten H2O. Frisches Wasser. Und ja, können uns es... auf gegebene Art und Weise holen. Fisch. Er möchte einen Fisch und den haben wir. So, kurzerhand ausgerüstet. Denn ja, Fisch ist frisch, wie wir alle wissen. Oh, dies, du sollst es nicht bereuen. Gut, und dann gehen wir erstmal den Weg weiter entlang. Mal sehen, wie weit wir denn kommen. Und soweit ich weiß, möchte kein Gypto etwas Doppeltes. Von daher sollten wir kein Problem haben. Was ist das denn? So eine ekelhafte Glitscherhand. Ekelhaft. So, hier hätten wir auch nochmal Fisch und Wasser. Und da, ja, können wir uns einmal auf jeden Fall schon mal Wasser mitnehmen. Für den Fall, dass wir es dann gleich brauchen. Und wir haben uns natürlich prompt einen Fisch geangelt. Wollte ich doch gar nicht. So. Hier einmal Wasser. Zack. Wasser, sagte ich. Komm schon, Wasser. Okay. Hier haben wir kein Wasser. Das ist Kacke. Also, das zählt nicht als Wasser. Haben wir ein kleines Problem. Die kleinen Äuglein hier wollen wir mal beschießen und dann hoffen, dass die Flammen verschwinden. Nee. Wir müssen einfach gekonnt dran vorbeilaufen, die Hand gekonnt ignorieren. Und flutsch! Verdammte Kacke. Einmal unseren Schlag aufladen für große Reichweite, weil ich will nicht in die Nähe dieser ekelhaften Hand gelangen. Sie wird uns greifen und irgendwo hinschmeißen. Ah, oh, du verkackter Pin!
Männer! Nein! Verdammte Kacke. So, also hier noch einmal ganz geschwind entlang. So, was brauchen wir denn dafür? Eventuellerweise in einen Sora verwandeln und ja, mit unseren boomerangartigen Flossen... Wow. Die Hand kappen. Ach, verdammte Kacke, nein, was mache ich denn, ich Depp? Hilfe, wir werden herumgeschwungen. Und als Sora, ja, tut uns Feuer richtig weh, deswegen werde ich hier bestimmt nicht als Sora den Weg entlang laufen. Verdammte Hand. So. Einfach jetzt ganz schnell... Nein, das gibt's doch nicht. Oh, ich hasse diese Hand. Was bleibt uns jetzt dann noch für eine Möglichkeit? So. Versuchen wir es einfach mal mit einem Feuerpfeil oder doch besser mit einem gigantischen Eispfeil werden wir der Hand zusetzen. Verdammt, das hat nichts gebracht. Dann einmal den Feuerpfeil probieren. Und ansonsten, ja, wisst ihr was? Wir nehmen jetzt einfach, wir machen es auf die harte Tour. Eine Bombe! Eine Bombe! Wunderbar. Und hier können wir uns jetzt Wasser holen. Flutsch! So, einmal Wasser ganz geschwind angeeignet. Sogar heißes Quellwasser. Du hast die Flasche mit heißem Quellwasser gefüllt. Bla 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 bla. So, und dann... Wollen wir hier nochmal ganz geschwind raus, zack, und geben dem Gipto da noch das Quellwasser und beenden dann an dieser Stelle den Part. Ziehen die Maske natürlich vorher auf. So, ich hoffe, er will kein kaltes H2O. Hinfort, hinfort, gib mir H2O. Hier, hast du Wasser. Heißes Wasser. Was? Okay, dann müssen wir hier wahrscheinlich einen Moment lang warten, bis das heiße Quellwasser abgekühlt ist. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn es hier denn weitergeht, in The Legend of Zelda, Majora's Mask. Bis denn dann, ciao!